Mehrere Holzkreuze auf der Regensburger Donauinsel Wörth erinnern an Menschen, die am Osterwochenende ihr Leben verloren haben. Sie starben rund 3000 Kilometer von Regensburg entfernt, vor der libyschen Küste. Das Rettungsschiff Sea Eye wird betrieben von der gleichnamigen Hilfsorganisation aus Regensburg. Die Mitarbeiter sind fassungslos angesichts der Tragödie, die sich immer noch auf dem Mittelmeer abspielt. Es ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Trauer und Wut. Und wir wollten zeigen, dass alleine im Umfeld der Sea Eye 10 Menschen nur noch tot geborgen werden konnten. Darüber hinaus konnten mehrere Schlauchboote gar nicht mehr versorgt werden, von deren Schicksal man gar nichts weiß. Seit anderthalb Jahren rettet die Sea Eye mit ihren ehrenamtlichen Helfern Flüchtlingen in Seenot das Leben. Von April bis Oktober sucht sie in der küstennahen Region, etwa auf der Höhe von Tripolis, nach Menschen, die Hilfe brauchen. Am Osterwochenende muss der umgebaute Fischkutter rund 200 Bootsflüchtlinge aufnehmen, die sonst ertrunken wären. Zu viel für das kleine Schiff. Und dieses Schiff ist nun mal nur für 8 bis 10 Personen ausgelegt. Und es waren zusätzlich noch 202 Menschen an Bord. Von daher konnte da auch die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden, beziehungsweise das Überleben gewährleistet werden. Regelmäßig kommen die Retter in solche Situationen, in denen sie für andere ihr eigenes Leben riskieren. Trotzdem bekommen sie für die gefährlichen und ehrenamtlichen Einsätze nicht nur Anerkennung. Immer wieder sehen sie sich sogar mit massiver Kritik konfrontiert. Das macht mich immer wütender, dass eben auch Anschuldigungen an uns kommen, dass wir die Schlepper animieren würden, Menschen übers Meer zu schicken. Also es wird ohnehin passieren. Und es ist eigentlich Aufgabe der Europäischen Union, zu verhindern, dass das Mittelmeer zu einem Massengrab wird. Ein Militärschiff kommt der Sea Eye schließlich zu Hilfe, rettet Mannschaft und Passagiere aus höchster Gefahr. Für 10 von ihnen kommt allerdings jede Hilfe zu spät. 10 Menschen von Tausenden, auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, die tagtäglich im Mittelmeer ihr Leben verlieren.